nächster Redner ist der Sicherheitssprecher des Team Stronach, Christoph Hagen. Er ist im Zivilberuf Polizeibeamter. Danke, Frau Präsidentin. Herr Bundesminister, hohes Haus. Sie entschuldigen meine Stimme. Ich hatte einen kleinen Hackerangriff durch Bakterien auf meine Stimmbänder, aber das an der Bearbeitung, der Wiederherstellung sind wir dran. So, meine Damen und Herren, der Titel der Aktuellen Stunde heute ist Verantwortung für Sicherheit in Österreich und in Europa. Ja, meine Damen und Herren, Herr Bundesminister, es freut mich, dass Sie erkannt haben, dass hier Verantwortung zu tragen ist. Und diese Verantwortung haben Sie bisher leider zu wenig berücksichtigt. Und deswegen stehen wir in dem Schlamassel, in dem wir jetzt dastehen. Meine Damen und Herren, es ist klar, dass diese Bundesregierung bisher viele, viele wichtige Schritte verschlafen hat und hier nicht tätig geworden ist. Und ich werde dann später in meiner Rede noch darauf zurückkommen, wo überall diese Brennpunkte liegen. Was ich positiv finde, Herr Bundesminister, im neuen Regierungsprogramm die Fußfessel für Gefährder. Ja, ein Antrag von mir liegt bereits seit einem halben Jahr im Parlament, wurde im Innenausschuss im Dezember wieder vertagt. Und ich glaube, das ist schon notwendig. Und der Herr Pilz hat hier leider den Sinn und Zweck der Fußfessel nicht ganz verstanden. Ich würde ihm empfehlen, beim Verein Neustart könnt ihr dort nachfragen, wie so eine Fußfessel funktioniert. Das schränkt den Radius desjenigen, der die Fußfessel trägt, massiv ein. Und er ist dementsprechend auch überwacht. Und ich kann nachvollziehen, mit wem er verkehrt, wo er verkehrt. Und wenn Sie jetzt mit der Moschee kommen, dass da ein Gefährder in der Moschee predigt, zu dieser Chance kommt er dann gar nicht, weil er zu Hause sitzt und überwacht wird. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist sinnvoll und notwendig. Und wir vom Team Stronach haben das schon viel früher erkannt. Ich bin froh, dass die Regierung jetzt hier einschwenkt. Bei einem weiteren Thema würde es mich auch freuen, Herr Bundesminister, wenn Sie entsprechend darauf eingehen würden. Sie kennen meine Forderung, seit über einem Jahr habe ich hier einen Antrag liegen in diesem Haus zu Wartecamps in Nordafrika. Und zwar für diejenigen, die dieses Land verlassen müssen, weil sie kein Asyl bekommen haben oder das abgelehnt worden ist, oder die hier straffällig geworden sind und nicht vom Heimatstaat wieder zurückgenommen werden, dass diese dort zwischengeparkt werden. Das heißt, dass diese Menschen nach Nordafrika gebracht werden in ein Camp und in diesem Camp die Türen offen sind. Das wird von diesem Vertragsstaat dort überwacht und betreut. Wir schaffen automatisch dort Arbeitsplätze, müssen weniger nach Europa immigrieren, weil sie keinen Job haben. Und wir haben diese Menschen aus dem Land heraus. Wenn wir schauen, den Fall Berlin, wenn dieser Mann, der dieses Attentat ausgeführt hat, wenn der nach diesen Regeln, die ich hier im Antrag drinnen formuliert habe, hergenommen worden wäre, wäre dieser schon in diesem nordafrikanischen Camp zwischengepackt gewesen und dieser Anschlag in Berlin hätte nicht stattfinden können. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wie notwendig dieser Schritt ist. Und wenn es mit der EU nicht geht, Herr Bundesminister, ich habe Ihnen auch einen Antrag gemacht, dass Sie das auf bilaterale Ebene machen sollen, beziehungsweise dem Herrn Außenminister, dann machen Sie das. Und das wäre vernünftig. Und hier wurde das Thema schon angesprochen von dem Wegwerfen von Pässen. Der Kollege Rosenkranz hat es richtig gesagt. Hier kommen sehr viele Migranten, die hierher kommen, den Pass wegwerfen und dann sagen, ich bin Syrer oder was auch immer. Das war ich relativ einfach zum Nachvollziehen, wo die herkommen. Nämlich das Handy schmeißen sie nie weg. Also Herr Minister, gehen Sie einfach her, nehmen Sie denen die Handys ab, schauen Sie, mit wem Sie telefoniert haben, wo Sie hin telefoniert haben, dann stellen Sie das fest, wo die herkommen. Dass das meistens keine Syrer sind und die nicht mit guten Absichten da sind. Das wäre einfach zu lösen. Und ich glaube, Sie würden sich sehr viele Kosten von Übersetzern, von Experten, die Stimmen dann replizieren müssen, ob die wirklich aus diesem Land kommen. Das würden Sie sich sparen. Sie würden viel Steuergeld hier sparen. Das wäre eine vernünftige Maßnahme, die wäre auch durchführbar. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich weitergehen und ich möchte ein Thema ansprechen, die Jugendbanden, Wellen der Gewalt. Letzte Woche in der Österreich-Tageszeitung. Meine Damen und Herren, wenn wir schauen, wie hier Wien bereits aufgeteilt ist, und Wien ist ja kein Einzelfall, schauen Sie nach Graz, wie es dort zugeht mit dem Suchtgifthandel, in Vorarlberg, in tschetschenischer Hand.
In der Steiermark sind es die Afrikaner, in Innsbruck die Nordafrikaner. Und wenn wir hier schauen, wie Wien aufgeteilt ist, Herr Minister, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie haben in der Vergangenheit im Bereich Sicherheit sehr, sehr viel falsch gemacht. Sonst hätten wir diese Zustände nicht. Und wenn ich gestern den Fall anschaue in der U3, und da möchte ich an die Lehrpersonen appellieren, dass Sie mal die Schüler ein bisschen aufklären. Ich als Polizist sage Ihnen Folgendes, und bitte schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Wenn hier ein junger Mensch, ein Zwölfjähriger, nachdem er ja schon Terrorverdächtige mit 12 Jahren haben, in der U-Bahn drin mit einer Softgun herumfuchteln und sogar noch Schüsse abgibt, wenn da ein Polizist, ein Bewaffneter drinnen sitzt, dann wird dieser ausgeschaltet. Und das sage ich Ihnen, wie die Fakten sind. Und dann gibt es Tote. Und das sollten Sie Ihren Schülern einmal sagen, dass das für einen Scherz nicht geeignet ist. Das ist brandgefährlich. Zum Schlusssatz kommen. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich möchte nur den Lehrpersonen sagen, das ist brandgefährlich. Sagen Sie das den Schülern, das ist kein Scherz und das ist äußerst gefährlich für alle, die da betroffen sind. Danke.